Bei mir Lars Schäfer, Trainer FSV Salmrohr. Heute 3-2 in Elversberg verloren. Wie siehst du das Spiel an sich? Ja, war ja im Vorfeld zu erwarten. Eine Partie auf Augenhöhe. Also war auch der Spielverlauf. Haben in der ersten Halbzeit echt ein paar gute Chancen gehabt. Haben uns da ein bisschen um den Lohn der Mühen gebracht. Und waren dann 2-0 hinten. Weil wir tatsächlich nicht aggressiv oder auch nicht griffig genug waren in der Zuteilung. Sind dann aber gut zurückgekommen, muss man sagen. Die Jungs haben Moral bewiesen, haben einen Ausgleich gemacht, waren dann auch nah dran am Führungstreffer. Ja, hat dann Elversberg tatsächlich glücklicher Ende heute für sich gehabt. Unsere Verletztenliste ist sehr lang. Hinzu kommen momentan die vielen Corona-Ausfälle. Wie viele Spieler stehen uns nächste Woche gegen Speyer überhaupt noch zur Verfügung? Was denkst du? Ja, dann wäre ich Hellseher, dann könnte ich dir auch die Lottozahlen sagen. Ist natürlich in Corona-Zeiten verdammt schwierig. Ich hatte ja schon vor Wochen gesagt, wahrscheinlich jede Woche wirst du einen neuen Kader zur Verfügung haben. Dem war jetzt auch schon wieder so. In den letzten 48 Stunden sind uns dann auch nochmal 4 weggebrochen wegen Corona und heute dann die schwere Verletzung noch kurz vor Ende vom Julian Bidon. Alles Gute auf dem Weg. Und ja, ich war noch nie ein Freund von Jammern, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss da Situationen annehmen und immer versuchen, das Beste draus zu machen. Andere Vereine haben auch Probleme und wir müssen enger zusammenrücken. Ja, und wie gesagt, am besten natürlich das Beste draus machen. Okay, super, danke dir.